Mein Blinker ist kaputt. Die Felge ist am Arsch. Ich bin nicht wirklich zufrieden. Oh, die Cops in B sind einfach anders. Schneid halt die Kurve. Was ein Spaß, Digga. Holy shit. Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren heute ein bisschen durch die Gegend. Ich habe eigentlich kein wirkliches Thema anzusprechen. Und ja, einfach mal schauen, was passiert, würde ich sagen. Wir haben 15.11 Uhr, vielleicht etwas später, je nachdem, meine Uhr geht sehr vor, beziehungsweise ein bisschen vor, aber egal. Ach ja, Boys and Girls, wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's auf jeden Fall gut. Heute geht's auch von der Temperatur her, ich glaube, wir haben irgendwie 10 Grad oder so und es ist echt angenehm eigentlich zu fahren. Es ist zwar ein bisschen kälter, aber ist jetzt nicht unangenehm kalt. Ja, Bruder, entspannt, einfach da mit dem Smart hinstellen. Digga. Das Problem ist, wir haben halt Sonntag. Heute Abend ist Super Bowl, beziehungsweise heute Nacht. Dadurch sind halt die Leute auch nicht so aktiv auf den Straßen unterwegs, ne? Das ist das Problem, was wir haben. Aua, die Felge ist am Arsch. Moin, möchte! Okay, grüß mich nicht, ist okay. Der Notarzt wird sauber gemacht. Das ist ja wichtig, damit man die Signalfarben immer erkennen kann. Ich glaube, mein Blinker ist kaputt. Schon wieder mal. Ich mach gleich eine Blinkerkontrolle. Mann, warum ist denn die Ampel jetzt rot? Ist eine Frechheit. Hat er gerade ernsthaft gerafft mit seinem Clio hinter mir oder was es ist? Aber warum stinkt das hier so? Es riecht irgendwie nach Essen, aber irgendwie auch richtig ekelhaft. Der funktioniert die ersten beiden nicht. Was ist das denn? Hier? Funktionieren die in der Mitte nicht? Hinten, Digga, was ist das? Digga, was? Einfach alle Blinker am Arsch. Wild. Sehr wild. Ich möchte nur kurz anmerken, dass die Blinker alle zusammen. Ich weiß gar nicht, wie teuer. Ich glaube 120 Euro oder so im Angebot. Normal kostet einer 40. Ja, so aus meinen Erfahrungen würde ich her sagen, dass die Blinker nicht so geil sind. Weil irgendwie, keine Ahnung, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich das habe. Ja, egal. Selbst wenn ich Zündung an und wieder ausmache. Also was lernen wir daraus, Boys and Girls? Kauft euch einfach nicht die Blinker von Lewis. Das sind die normalen Lauflichtblinker. Die meinen zwar, ja, die hätten eine Serie gehabt, wo irgendwie viele Fehlproduktionen waren. So, aber dann habe ich die umgetauscht, weil ich hatte das Problem ja schon mal. Da hat dann einer nicht funktioniert, den habe ich umgetauscht, dann hat der nächste nicht funktioniert, wieder umgetauscht. Und so weiter. Und jetzt ist es wieder so, Digga. Aber jetzt alle gleichzeitig. Was ist das denn? So, und genauso. Ich habe die Raximo-Hebel ja sehr gelobt. Aber ich muss sagen, ich bin nicht wirklich zufrieden. Also so vom Griff her und so, und dass sie wenigstens eine ABE haben, für das Motorrad auch, nicht so wie V-Track, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Sind sehr cool, die Hebel fühlen sich auch gut an, qualitätstechnisch echt geil, aber schaut euch das mal an. Die sind einfach pink. So, das ist auch mein zweiter Hebelsatz, weil den anderen habe ich ja geschrottet beim Unfall, zumindest einen. So, dann hatte ich neue, die waren wieder komplett rot, jetzt sehen die wieder so aus, also ich hatte es zweimal. Also mit Garantie hat das eh nichts mehr zu tun, weil der ist ja auch kaputt. Nur ich sehe auch nicht einen, den neu zu kaufen, weil, Digga, schaut es euch an. Zumal hier, das Bild ist schon Silber fast. Deswegen gucke ich da halt jetzt momentan nach besseren Hebeln. Und ja, Blinker weiß ich nicht. Ich finde die eigentlich geil. Von der Optik her sind die wunderschön. Ich kaufe einfach ein Flugzeug, Digga. Das glaube ich besser. Oha, ein Flugzeug. Das ist eine Schlafmütze hier schon wieder. Digga, das kann doch nicht sein. Eine Schlafmütze nach der anderen hier. Junge. Oh, da ist ein Lenker, Digga. Der hängt ja am Himmel. Moin. Ja, der hängt so am Himmel, dass er mich nicht mal mehr grüßen kann. Boah, Motorräder. Und Flugzeug. Das Problem auch einfach ist, die Bäume haben keine Blätter. Mann. Das sieht so depressiv alles aus. Also, ich möchte nur kurz anmerken, hier ist 60, ne? Also, ja. Gut, ne? Kann man machen. Bruder. Oh, die Cops in B sind einfach anders. Bruder, hier ist fucking 60, Alter. Digga, wie geil sind die Cops, bitte. Holy shit. Ja, sorry, Bruder. Schneid halt die Kurve. Was ein Spaß, Digga. Holy shit. Es hat sich ein Zuschauer gewünscht, dass wir nach Flüren fahren. Ich kann den Kommentar mal hier einblenden, wenn ich ihn finde. Das können wir jetzt heute einfach mal machen. Ja, willkommen in Flüren. Hier seht ihr Häuser. Da seht ihr Häuser. Hier seht ihr auch Häuser. Wo fahren wir lang? Wir fahren einfach mal hier rechts. Keine Ahnung. Oha, Junge, wie geil sieht das Haus aus. Holy shit. Digga. Junge. Junge, aber wie schnell das im Winter dunkel wird, das ist echt schlimm, Alter. Holy shit. Im Sommer fahre ich hier gerne durch, weil hier halt so ein bisschen geschützt ist und dadurch ist es richtig kühl hier. Aber gut, Leute.
ich würde sagen, das war's mit diesem wunderschönen Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Lasst gerne ein Like und ein Abonnement da, falls euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.